Komm her, Panzer. Dein Stahl gehört mir. Warum hat es nicht nachgeladen? Warum hat mein Chat nicht nachgeladen? Er ist dafür verantwortlich. Wo ist er hin? Schon tot? Ne, da ist er noch. Gerade gesehen. Und wo ist eigentlich der andere Chat? Der russische Kampfbomber. Oh, jetzt aber. Immer noch nicht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nochmal entfliegen. Ah, da war er. Wo war er? Der hat so eine gute Tarnung. Ich weiß, leck mich. Na, okay. Was? Ich dachte, ich wäre schon längst tot. Weil, hier, ihr wisst ja, da war, kam irgendwie noch irgendwas entgegen. Das ist so nervig. Nochmal. Jetzt habe ich echt den guten Chat verloren, nur weil ich abgelenkt war. Warum spawn ich in einer... in einer Nicht-Spawn-Area? Ja, super. Warte mal, da vorne ist noch einer. Lebt er noch? Komm schon. Komm her. Er weiß, dass ich komme. Er ist tot. Nein! Da ist er. Da sieht man schon was, sein Scheißgerät. Und jemand hat unseren Panzer geklaut. Lauf, 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 lauf. Aber wollt ihr mich eigentlich verarschen? Will der mich verarschen? So. Kampfunfähig gemacht und noch einen Schuss und er ist weg vom Fenster. Was? Kampfunfähig heißt kampfunfähig und nicht, ich kann noch 100 Meter fahren. Mein Gott. Mein Gott. Diese Leute heutzutage. Vermutlich hat er sich irgendwie repariert, aber ich habe keine Ahnung, wie. Auf jeden Fall stand drin kampfunfähig. Da kann man nicht mehr fahren, man kann nur noch schießen, glaub. Komm, nehme ich mit, mein Freund. Tibi, nehme ich mit. Juhu! So, erledigt. Weiter geht's. So viel zum Snippen. Tut mir echt leid für den, aber ich bin einfach kein Sniper-Typ. War ich noch nie. Ah! Komm raus. Noch einer? Hallo? Nee. Ich brauche immer so eine Einspielphase. Deswegen, bevor ich mal aufnehme, nehme ich eine Runde, spiele ich eine Runde. Um ein bisschen klar zu kommen und dann läuft das schon. Ich habe am Anfang, wo ich mir Battlefield 3 gekauft habe, da bin ich so oft gestorben. Boah, das war krass, auf jeden Fall. Weil ich wollte direkt Chat fliegen, habe nichts anderes gemacht. Das war eigentlich eine der Gründe, warum ich mir Battlefield geholt habe, ne? Wegen dem Chat fliegen. Au, 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 au. Komm her, mein Freund. Wir werden gewinnen, da bin ich zuversichtlich. Es geht ja nicht um die Abschüsse, es geht ja darum, die scheiß Teile einzunehmen. Was? Was geht's damit? Okay, das geht ab. Sehr geil. Schön. Hätte nicht gedacht, dass ich den noch erwische. Schön von unten in die Kehle rein. Okay. Aha, aha. Was haben wir denn da? Eine Russe, der sein Panzer repariert. Shit. Er ist mir entwischt. Okay, weiter geht's. Hä? Was? Ich wollte einen Panzer erschlagen. Ah. Ja. Das läuft noch. Bald habe ich Fahrschulprüfung. Ne? Geht das schon? Dann kann ich richtig Panzer fahren. Wie ein Profi.
Ah. Ah, ah, ah. Was wollte der denn von uns? Cool. Gerade noch so entwischt. Achso, und ich heiße ja hier Extreme911TV, ne? Wie bei YouTube. Und das Witzige ist, viele denken immer, ich würde TV-Raketen mit TV-Raketen spielen. So geil, ne? Da kommt niemand drauf, dass sie irgendwas mit Twitch oder mit YouTube zu tun haben. Nee. Bestimmt liegt es an einer TV-Rakete. Oh shit. M1 Abrams, ein Panzer. Und dann noch der eigene. Wir sind nämlich die Amerikaner. Uiuiuiui. Nice Born Rape, Chat Faggot. Was heißt denn eigentlich Faggot? Also. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall was Schlimmes, also. Sowas wie, Scheiß Born Raper, schon klar, aber. Was genau das jetzt heißt, habe ich noch nie gegoogelt. Das lernt man nicht im Englischunterricht. Zum Glück sind wir noch nicht so weit gekommen. Warte mal, ich leg mich hin. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ihr seht ja, Hitmarker hat nie was angezeigt. Cool, wenigstens Assist. Irgendein Sniper hat mir geholfen. Ah, komm, da gehen wir rein. Yeah. Ah, cool. Mit rechts links unten rein, für diejenigen, wo es interessiert. Boah, da. Juhu. Aber der ist rausgesprungen, wo ist er hin? Da ist er doch. Ja, wenn er nicht so viel rumfahren würde, wie James Bond. Wo ist er? Ist er? Nicht mehr hier. Er ist schon im Himmel. Naja, kommt drauf an, was er für ein Mensch war. What the? Aha. Cool eingeparkt. Okay. Sehr cool. Minen? Warum kann ich die nicht zerstören? Naja, wenigstens ist keine Anti-Personen-Minen. Oh, oh. Wäre ich auch witzig, wenn es im Spiel sowas gäbe, aber dafür sind ja die Claymores zuständig. Wobei die ja in dem Spiel nicht so gut sind. Ups. Ja, welche Klasse nehmen wir jetzt? Aha, der will unbedingt meine Waffe haben. Hä? Was macht denn der? Achso, wiederbeleben. Nein, ach komm, spielen wir den hier. Ja, genau so. Ich will diese eine Spezialwaffe da haben, die hier. Die sieht witzig aus. Ich bin halt der Fan von so, wie nennt man das, futuristischen Waffen halt. Also die, wie soll ich sagen, halt abgefahren aussehen, ein bisschen alt. Sowas mag ich. Ich bin nicht so der Fan von modernen Waffen. Alt ist auch manchmal gut. Sagt auch immer, die alten Zeiten waren immer die besten. In manchen Punkten stimmt es auch. Früher war alles leichter. Okay. You have to. Was? You have to use Dinger. Okay, und warum? Warum schreibt er das im öffentlichen Chat? Ich werde anvisiert. Ah! Ich wusste nicht, woher das kam. Ihr wusstet es bestimmt, ne? Doch alle Wallhacks drin. Ja, nee. Welche Klasse nehme ich jetzt? Na komm, ich spiele jetzt einfach die hier. Und gehen. Wohin gehen wir? Da rein, komm. Vielleicht sehen wir wieder einen Feind. Ah. Panzer. Ja, nee, da verreckt man doch nur. Da gehe ich lieber weg. Guck, was habe ich gesagt? Man muss halt früh erkennen, wann man verloren hat. Sonst stirbt man. Ja, okay, er hätte jetzt auch nach vorne links abbiegen können, aber er ist halt lieber zurückgefahren und hat damit ja, ein schönes Ziel abgegeben.
Statt ganz schnell aus der Gefahrenzone rauszufahren, fährt er lieber nach hinten. Was beim feindlichen Panzerfahrer ein paar Korrekturen beim Zielen ist. Ja, so läuft das halt. An jedem realistischen Spiel. Ja, nee, wobei. Nee, ist egal. Weil früher konnte man nicht während dem Fahren schießen mit dem Panzer, aber das geht ja heutzutage schon. Die Elektronik macht es ja schon. Ich kann das alles berechnen. Das ging halt früher nicht so. Ich bin total an World of Tanks orientiert. Ich will immer alles mit dem vergleichen, wenn es um Panzer geht. Das ist schon mit. Das sind ja auch Zweite Weltkriegswaffen und keine. Ja, Waffen aus dem 20. Jahrhundert. Komm schon. Warst du gerade da? Wo ist er hin? Da versteckt sich der einfach, ne? Komm schon. Mein Gott! Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ihr trollt mich doch alle nur! Wo ist der hin? Macht das so einen Suicide-Sprung und dann haut er einfach ab. Geht doch. Wo? Hallo? Dann schießt nicht mit Raketenwaffe auf andere Leute. Die sind nicht dazu da. Wahnsinnig. Die haben alle keinen Skill. C4, ich komme. Dem Panzer schenkt man ein bisschen C4, der hat noch nicht genug. Ich spreng mich einfach selber in die Luft. Ich wusste nicht, ob jemand rausspringt, deswegen mach ich's lieber so. Aber manchmal ist es so nervt, dann will man nur wegspringen, wird man erschossen. Dann so, fuck, hätte ich jetzt nur auf Sprengen gedrückt, ne? Man will es halt immer noch probieren. Schnell. Fuck. Okay, dann da rein jetzt. Top. What the? Ist der gerade wirklich ins Meer rein? Wieder rausgeflogen und er ist rausgesprungen. Die Leute haben echt nichts Besseres zu tun. Ich frage mich jetzt, was wäre passiert, wenn er drin geblieben wäre. Dann wäre er bestimmt explodiert oder so. Also nicht er wäre explodiert, sondern der Chat. Mit ihm. Komm, fahr mal mit. Hey! Ist alles so unsozial. Ja, so sieht der Krieg aus, meine Freunde. Witzlose Runde. Wie meint er? Was meint er damit? Ich habe genug Spaß. Ja, ich weiß. Manchmal regt man sich echt unnötig auf, denkt nach, ne, hätte ich das jetzt lieber nicht geschrieben. Und manchmal ist es auch voll erschreckend, wenn man so sich umschaut, plötzlich steht einer da und man denkt so, oh, fein schießt, und dann merkt man, oh, der hat eine blaue Überschrift. Das ist auch recht kacke hier in dem Spiel manchmal. Es ist nicht kacke, es ist halt, man erschrickt halt dadurch, weil man nicht weiß, dass es ein Verbündeter ist. In einem echten Leben gibt es ja auch nicht. Dann läuft auch nicht jeder mit einer blauen Lampe durch die Gegend und dann weiß man gleich, wer ist. Hier sind die Roten. Bei den Russen stimmt sogar. Okay. Rechts hinter dem nächsten, da vorne glaub. Irgendwo hier. Müsste ein Feind sein. Meine Mindmap hat mich verarscht. Oder ich kann keine Karten lesen. Ah, scheiße, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass hinter mir einer war. Ich dachte vielleicht, na, mach dann Schwenker, guck dann dahin und ich hätte ihn dann noch erledigen können. Kacke. Okay. P90. Coole Waffe, habe ich glaube noch nicht. Leider nicht. Pionier, komm. Der entleert schnell sein Magazin an einem Feind. Ach nee, shit. Ich dachte, ich wäre der russische Pionier. Oh Mann. Ich mag die AK-74U mehr als die hier. Wie heißt der denn?
Steht nicht dran. Doch, warte. Nee, steht nicht dran. Blöd. Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Schnell dahinter. Duck. Ja, nimm ihn ins Visier. So, die Deppen denken jetzt bestimmt, ich war das. Muscher. Muscher. Warum schießen die noch auf mich? Nach hinten, nach hinten. Duck. Okay. Psst, psst, psst. Wo kommt er? Oh, er kommt da. Nein, warum, warum stehst du auf? Bin schon voller Nervosität in dem Spiel hier. Schon halb blind. Habt ihr ja gerade gesehen, wie alles blind wurde. Ja, so unscharf. Wo sind die Feinde? Wo ist der Enemy? Da geht's nicht durch. Ja, ich habe ja gesagt, wir gewinnen. Das ist, man sieht es. Die anderen haben vorher gewonnen und jetzt haben wir gewonnen. Das liegt einfach darin. Aha, sehr geil, ne? Flachwuchs. Das andere Wort spreche ich jetzt nicht aus. Ey, sag mal! Ich weiß gar nicht, was abgeht. Jeder ballert rum, woher kommt... Ach, mein Gott, ich bin viel zu abgelenkt gerade. Es tut mir leid. Ich laufe jetzt so mit einer Shotgun rum. Weil das ist jetzt sozusagen so ein kleiner Häuserkampf. Was kommt schon, gib mir eine Shotgun hier. Mit welcher war ich gut? Die eine doch. Hier, Saiga. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Ich suche mir jetzt einen raus. Komm her. Streck den Köpfle her. Nichts. Es ist einfach immer dasselbe. Kaum guckt man mal nicht in Third Person, sprengt ein gleich jemand mit C4 in die Luft. Komm, ich will jetzt mitfliegen. Ja, jetzt flieg los. Der Chat wird uns eh gleich auseinanderreißen. Wenn die Leute mal markieren würden, würde ich auch was sehen. Dann könnte ich auch gezielte Schüsse abgeben. Oh, ich habe sogar was getroffen. Cool. Den markieren wir mal schnell. Ups, ich wollte den Chat markieren. Hallo. Ja, so macht man das. Gute Hilfe für den Chat, für unseren Chat-Piloten. Wo ist der Feind? Ich sehe keinen. Da. Da war einer. Ey. Pass auf, wie du fliegst. Pass. Raus da. Er ist einfach... Okay. Da werden jetzt bestimmt ein paar Leute herkommen. Die wollen unbedingt in den Helikopter. Kann ich mir denken. Nee, das kann ich vergessen. Das traue ich mich nicht. Da werde ich gleich in die Luft fliegen. Okay. Niemand. Und hier? Ups. Wo sind sie? Ah, da war einer. Jetzt komm her. Was war das? Ach, das ist doch... Ey, komm, ihr habt... Das werde ich nachher... Zeitlupe gibt's da. Das sag ich euch, Leute. Zeitlupe. Das werdet ihr genau jetzt sehen. Ich weiß noch nicht, wie sie geendet ist. Oder was man da genau sieht, auf jeden Fall. Etwas sehr, sehr Unfaires bestimmt. Rolleg ist offline gegangen. Ja, ich hab gerade noch bei dem TS, aber ich habe mich stumm gestellt. Ohne ihm was zu sagen. Hätte ich nicht tun sollen. Ja,
Haben wir was zum Schießen? Nee, ein bisschen. Versorger. Der mit dem MG. Und er ist wieder da. Juhu! Was sind sie? So, die haben mich jetzt gesehen. Oh! Ah, oh, diese Kacksteine. Die vermiesen mir immer alles. Und da ist einer hochgelaufen. So läuft das. Nachladen, genau. Sollen wir mal hochgucken? Nichts. Da oben war einer. Was haben wir denn Schönes? Okay, wieder den Revolver. Muss ich wissen, weil der schießt nicht so schnell. Boah! Waren aber unsere Raketen. Ja, der ist nicht so genau. Mal, ich sehe nichts mehr. Danke für den Rauch nochmal. Nichts, 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 nichts. Da oben ist auch niemand mehr. Der ist bei mir gespawnt. Das sollte sich jetzt mal da entfernen, weil der ist nicht so gut geschützt wie ich und dann lockt er nur die ganzen Leute auf mich. Achso, weil ich halt hinter so einem Tisch bin zwischen den Steinen, das sieht man nicht so gut, weil, wisst ihr. Oh. Ne, schlecht. Ich hab ihn gesehen, ich hab da jemand gesehen. Raus hier. Lauf, 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 lauf. Da hoch, da hoch. Nein! Ich dachte, ich könnte runterlaufen, dann läuft der mir natürlich direkt rein. Krasser Shit. G36 hatte er. Mein Killer. Okay, jetzt stehen wir hier. Stehen so kurz vor dem Sieg. Der Sieg ist schon greifbar und nahe. Boah, was ist denn da für eine Armee? Granate! Also jetzt muss ich echt noch zuletzt noch... In den letzten Minuten müssen wir natürlich so richtig abkacken. Natürlich super klar. Und wir haben gewonnen! Yo, diesmal keine Flugzeuge am Start. Doch, so mittendrin mal was, aber ist auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Wir sehen uns im nächsten Part. In welchem Spiel auch immer. Tschüss. Tschüssi.